Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Mein Name ist Sirius, das neben mir ist die fabelhafte und einzigartige Lydia. Und da oben, das ist die Quest von Merida Stern, die wir gestern, nein, es war schon vorgestern, im Livestream gespielt haben. In diesem epischen Livestream, wo epische Zuschauer hunderte von Euros gespendet haben. Bin immer noch da. Was mich fast schlaflos gemacht hat und wozu ich einen Daily-Vlog gemacht habe. Wenn ihr euch das anschauen wollt, es war unglaublich episch. Also zum einen war die Quest und der Kampf unglaublich episch, den wir hier abgeliefert haben. Ein Kampf auf Leben und Tod. Und zum anderen waren die Zuschauer absolut super episch. Unglaublich episch, so episch, dass ich jetzt eine PlayStation 4 Pro besitze. Heute, nachdem ich musste mir dann wirklich irgendwie einen Austag gönnen, weil ich habe gedacht, ich kann mir jetzt nicht dahinsetzen, wieder ein Let's Play machen, so als wenn nichts gewesen wäre. Und jetzt aber am heutigen Tage, wir müssen halt einfach versuchen, trotz aller Awesomeness zum Alltag zurückzukehren. Und wir werden zunächst mal den Berg hinaufschreiten. Wort der Macht gelernt, Luft, elementare Raserei. Mein Charakter hat immer noch diese blöden blauen Augen, die muss ich mal wegnehmen, oder? So, was sagst du dazu, Hase? Ja, du bist immer noch da, alles gut. So, da Lydia immer noch da ist, wollen wir mal eine normale Let's Play-Folge angehen. Und, vielleicht schon mal der Hinweis auf den nächsten Livestream, bei der wir nicht eine PlayStation 4 Pro finanzieren werden. Eventuell heute am Freitagabend Livestream zum Thema Watch Dogs 2, wenn ihr da Bock drauf habt. Also, ich darf morgen Abend Watch Dogs 2 Livestreamen. Ich spoiler jetzt, ich besitze schon Watch Dogs 2 auf der PlayStation 4 Pro und ich darf es ab morgen Nachmittag Livestreamen, ich hätte aber erst abends Zeit. Also da wäre jetzt die Frage, ob wir morgen Abend einmal Watch Dogs 2 spielen wollen oder ob wir einfach beim üblichen Skyrim-Gameplay bleiben. Ganz egal, was wir ja auf jeden Fall machen wollen, ist, dass wir ja ein ganz klein bisschen mit einer ganz besonderen Questreihe starten wollen. Und es wird eben sein, die Dunkle Bruderschaft. Ja, ich denke mal, dass wir das Gameplay der Dunklen Bruderschaft komplett im Let's Playen werden und es nicht im Livestream spielen, weil ich finde, das ist extrem atmosphärisch und ich glaube, das kommt ganz einfach besser, wenn wir das im normalen Let's Play spielen. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare hauen. Im Livestream spielen wir momentan die Magiergilde, alles aber mit dem gleichen Charakter. Ich wechsle halt dann einfach so ein bisschen die Locations, wenn ich Let's Plays aufnehme oder wenn ich eben im Livestream spiele. Eigentlich eine relativ einfache Geschichte. So, jetzt wäre die Frage, wo wollen wir hingehen, um die Quest zu beginnen? Wir müssen quasi, um die Questreihe jetzt zu beginnen, denn wir haben ja neulich haben wir diese Quest gespielt mit. Augenblick, wo ist sie? Das war Merida Stern. Ist sie? Sprich mit Your Life? Nein. Hier, verlorene Unschuld. Damit haben wir das Ganze ja quasi gestartet. Und zwar mit diesem Kind Aventus Aretino, den ihr vielleicht noch wisst, der hatte auf die Skelett eingehackt und dann war eben die Quest. Ich habe Grelot die Gütige getötet und dafür von Aventus Aretino ein Familienerbstück erhalten. Nun kann der Junge in das Waisenhaus Ehrenhalt zurückgehen und kann dort den Rest seiner Kindheit in Ruhe und Frieden verbringen. Das Wichtige bei diesem ganzen langen Satz ist aber eigentlich, ich habe Grelot die Gütige getötet, nachdem ich eigentlich Aventus Aretino dazu aufgefordert bzw. dafür eingestellt hat und mich für jemanden von der Dunklen Bruderschaft hielt. Damit das ganze Spiel jetzt weitergeht, damit diese ganze Questreihe jetzt weitergeht zur Dunklen Bruderschaft, müssen wir irgendwo schlafen. Wo wir schlafen, ist dann quasi schon fast egal. Wir können ja mal wahlweise, wo waren wir schon lange nicht mehr? Wir reisen mal nach Flusswald und mieten uns da ein Zimmer. Also wie gesagt, wenn ihr ein eigenes Haus habt, könnt ihr da schlafen. Ihr könnt in jedem Bett schlafen, was ihr findet. Das macht absolut keinen Unterschied für den Verlauf der Quest. Und wir haben das neulich schon aus Versehen im Livestream gestartet, als ich meinen Charakter ein bisschen ausruhen sollte. Und da war es dann halt schnell,
Da war dann schnell die Quest gestartet, da habe ich einfach den Speicherpunkt nochmal zurückgesetzt. Oh, was passiert jetzt? Habt ihr etwas gehört? Epische Musik? Drache? Oh, Drache, scheiße. Und dann im Dunkeln. Und ich habe nicht die Mod installiert, wo die Bürger in die Häuser laufen. Also es gibt sowas wie, ich weiß nicht, heißt das Skyrim Run oder White Run Run? Das wäre auch blöd. Also es gibt halt eine Mod, die bewirkt, wenn ein Drache auftaucht, dass die Bürger fliehen. Guck mal, da oben ist er. Mit ein bisschen Glück landet er nicht und greift nicht Weißlauf an. Mit ein bisschen Pech beginnen wir das heutige Let's Play. Nach einer Menge Gelaber mit einem Drachenangriff im Dunkeln. Bin gespannt, was es für ein Drache ist. Ich würde jetzt, schön, dass ich vorbeigeschossen habe. Oh, ein Eisdrache. Eisdrache würde mir jetzt zugute kommen, weil ich ja den Feuerbogen ausgerüstet habe. Ich versuche gar nicht erst in der Luft auf ihn zu schießen, dann verschwende ich eigentlich nur Pfeile. Da habe ich ihn getroffen. Ich sage jetzt mal, mit so vielen Wächtern hier, die Wachen sind nicht so stark gegen die Drachen, aber ich und Lydia, wir haben da schon ein bisschen Wumms drauf. Aber da kann man sehen, wenn ich jetzt hier in der Luft auf den Drache schieße, also ich für meine Wenigkeit treffe den jetzt so oder so nicht, gerade wenn der so sehr hoch fliegt. Schon besser? Guck mal, hat er kurz gestrauchelt, obwohl er in der Luft war. Ganz schöne Zähne, wie ich finde. Wow, jetzt ist er in Weißlauf gelandet. Entschuldigung, wir sind im Flusswald. Das ging schnell, oder? Also die normalen Drachen lassen sich jetzt mittlerweile schon ganz schön schnell töten. Schon ein bisschen fast zu schnell für meinen Geschmack. Daher gibt es ja auch die schöne Mod, bei dem die Drachen schwerer zu besiegen sind. Wodurch sich diese Drachenkämpfe auch im späteren Verlauf des Spieles weiterhin ganz einfach episch anfühlen. Drachenseele aufgenommen. Wollen wir ihm direkt noch die Knochen wegnehmen? Kann Lydia tragen für uns? Ich frage mich gerade, ist das Spiel heute zu laut? Es steht auf denselben Settings wie immer. Könnt ihr mir mal reinschreiben. Wenn es zu laut war, muss ich das demnächst noch mal ein bisschen ändern. Wobei ich eigentlich so festgelegte Lautstärke-Settings habe, für die unterschiedlichen Spiele. Und bei Skyrim muss ich es normalerweise sehr, sehr laut drehen. Guck mal, sie hat ein Bügeleisen. Wie kommt das denn? Kurzer Running Gag. Sie ist ja eine Frau. Alle Frauen disliken in diesem Moment. Alle coolen Männer geben Daumen hoch. Nein, alle chauvinistischen Männer geben Daumen hoch. Entschuldigung. So, Drachenknochen. Naja, und zum Beispiel, was weiß ich, ein Titanfall hat eine Einstellung von 70, Skyrim lasse ich auf eine Lautstärke von 90 laufen. Ihr geht vor, ich folge. Es kommt mir aber mittlerweile schon ein bisschen laut vor. Glaube ich heute. Warum ist es heute so laut? Aber ich bin auch heute laut. Kommt herein. Sagt bestimmt, na, man versteht es manchmal nicht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Braucht ihr etwas? Ich würde ganz gerne ein Zimmer mieten. Also... Oder kann ich einfach... Ich kann bei dir schlafen, oder? Ich bin ja dein Gast. Moment. Ist zwar... das ist ein fremdes Bett, aber ist eigentlich egal. Also das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir schlafen jetzt einfach mal. Nein! Will er uns nicht im fremden Bett schlafen lassen? Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich würde gerne ein Zimmer mieten. Ich bin nur der Kochmann. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Dankeschön. Habe ich jetzt verdammt 10 Goldstücke ausgegeben, nur weil ich nicht zur Winterakademie wollte. Er zeigt uns... Oh, da schläft schon jemand. Ja, dann zeig mir mal... Lydia ist im Weg. Hektisches Gameplay heute am frühen Morgen. Ich hoffe, es ist Freitagmorgen online. Danke, Ogna. Legst du dich jetzt mit ins Bett oder was? Oder könntest du bitte das Zimmer verlassen? Ja? Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Okay, machen wir. Tschüss. Tschüss. Ich höre mich an wie Mrs. Wheelock. Tschüss! Ich bin nicht auf der Suche nach neuen Freunden. Ja, deshalb solltest du ja jetzt auch das Zimmer verlassen. Es reicht mir voll und ganz, wenn, Lydia... Mögt ihr Skever lieber? Nein? Ach, dann bleibt doch draußen, schlafen wir halt alleine. Soll das. So, wir ruhen uns jetzt mal aus. 8 Stunden sollten reichen, oder? Du wachst auf und fühlst dich ausgeruht. Aber irgendwas ist anders. Gut geschlafen? Astrid. Was?
Wo bin ich? Wer seid ihr? Ist das wirklich wichtig? Ihr seid im Warmen und im Trocknen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Greloth sagen kann, hm? Puh, ihr wisst von Greloth? Gerloth? Wie ihr auch immer hieß, ist mir eigentlich relativ gleich. Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Soll ich fragen oder soll ich schweigen? Ich schweige, ich bin ein Schweigsamer. Seht ihr, dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Greloth, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Wollt ihr, dass ich jemand anderen ermorde? Wen? Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun, das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt, darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. Wow, wir schweigen. Soll ich euer Schweigen als Einwilligung verstehen? Dann wisst ihr also, wo wir stehen. Tötet euer Opfer und wir sind quitt. Das Begleichen eurer Schuld ist nur einen diskreten Messerstoß entfernt. Begonnen, wer solche Freunde hat. Töte einen der Gefangenen. Willkommen bei der dunklen Bruderschaft. Ich kann euch da draußen sprechen hören. Hat das mit dem Raubzug letzte Woche zu tun? Ich hab Holgrim gesagt, es liegt... Wer seid ihr? Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Das ist alles. Ich bin ein Niemand, wirklich. Also, könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Würde jemand Geld dafür zahlen, damit man euch tötet? Was? Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. Was habe ich getan? Bitte. Alea Quintus. Nehmt mir diese Sachen ab! Halt's Maul, wer bist du? Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze aufhätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Ich glaube, wir haben unseren Kandidat gefunden. Würde jemand Geld dafür zahlen, damit man euch tötet? Vermutlich nicht, denn jeder würde euch aus Freude töten. Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Ein letztes Mal. Würde jemand dafür bezahlen, euch zu töten? Ich kniee hier mit gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf. Und ihr seid so unverschämt, mich Maul. Dazu zu fragen. Ich habe und Khajiit. Problem auch sein mag, wir können wie zivilisierte Wesen darüber reden. Vasha ist mir sympathischer. Wer seid ihr? Vasha. Zu euren Diensten. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen.
Würde jemand Geld dafür zahlen, damit man euch tötet? Mich? Ist das euer Ernst? Wir sind hier alle Freunde. Die wahre Frage lautet, würde jemand dafür bezahlen, mich zu töten? Abermals. Wenn ein Tag vergeht, ohne dass mich jemand auf der Straße ausweiden will, bin ich enttäuscht. Wisst ihr was? Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mitten auf der Straße abschlachten. So hat jeder etwas von der Sache. So, meine Freunde, kurze Erklärung, kurze Questerklärung. Hier drüben sitzt die gute Astrid. Die Anspannung bringt mich noch um. Ja, das glaube ich dir. Könnt ihr ergründen, wer den Auftrag hat? Ihr könnt die Questreihe in zweierlei Arten beginnen bzw. Aufbauen. Entweder ihr tötet jemanden von denen, dann beginnt die dunkle Bruderschaft. Oder ihr könnt euch weigern und Astrid töten und dann beginnt der Kampf gegen die komplette dunkle Bruderschaft. Ich glaube, die Questreihe heißt dann sowas wie die dunkle Bruderschaft ausrotten oder auslöschen oder so. Wen ihr von diesen Kandidaten tötet, ist ehrlich gesagt komplett egal. Also bitte, was das Problem auch sein mag, wir können wieder. Ich nehme die Frau. Es tut mir so leid. Realisiert für Wesen darüber reden. Abgeschlossen. Hallo? Du darfst lieben bleiben. Du darfst sitzen bleiben, Katze. Wollen wir es heller machen? Mal gucken, ob es heller doof aussieht. Ein wenig. Ah, die zänkische Ehefrau. Ziemlich lockeres Mundwerk. Irgendjemand muss sich einfach ihren Tod gewünscht haben. Nicht wahr? Ja, die war schon ziemlich ätzend. Das würde ich ehrlich gesagt zugeben. Ah, die zänkische Ehefrau. Ziemlich lockeres Mundwerk. Irgendjemand muss sich... Hast du gerade schon gesagt, Schatzi Hase? Nicht wahr? Schweigen. Die meisten würden reden, doch ihr hört zu. Ihr denkt mit. Ihr versteht, was zählt. Dass ihr meine Befehle befolgt. Dass ihr tötet. Dann kann ich jetzt gehen. Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Er liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Abgeschlossen. Sprich mit Astrid, verschafft ihr Zutritt zur dunklen Bruderschaft. Haben wir eigentlich noch eine Fackel dabei, meine Freunde? Das Kerzenschein-Ding war irgendwie scheiße, oder? So von der Stimmung her. Fackel hätte besser gepasst. Die Zuflucht liegt im südlichen Teil des Kiefernwaldes. Gleich unter der Straße, geschützt von... Vor allem hätte man die auch zwischendurch einfach weglegen können. Blicken. Weiß ich doch, Astrid. Aber hier war, glaube ich, noch eine Schatztruhe. Vergesst nicht, die Zuflucht liegt im südlichen Teil ja, des Kiefernwaldes. Ja, ich weiß es. Gleich unter der Straße, geschützt vor neugierigen Blicken. Ich bin mal weg. Kam Lydia rein. Vor der ist man nicht sicher, ne? Eine verlassene Hütte entdeckt. Aber wieder schöne Location, ne? Schöne, irre Location. Wahrscheinlich so eine Location, wo die FPS-Zahlen jetzt auf 50 runtersacken anstatt auf 60, weil ich hier diese Grasmod benutze. Und guck mal, wie viel Gras hier ist.
Aber das ist vom Look her, ist das awesome, oder? So eine rote, entweder ist das Abend, ja, ist glaube ich eine Abendstimmung, oder? Awesome Nurse. Das ist das geil. Und das Geile ist auch mittlerweile, das ist jetzt hier echt, was Grafik Power braucht, sage ich jetzt mal. Das Gras, die Beleuchtung und so weiter. Wenn jetzt noch ein paar andere Kämpfer dabei tun und diese ganzen verfeinerten Rüstungen geladen werden, da wird es echt haarig. Aber das hättest du vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, wo ich ja auch noch so viele Skyrim-Streams gemacht habe, hättest du das gar nicht in so einer Qualität, in so einer Geschwindigkeit mit so einer FPS-Zahl ans Laufen bekommen. Da wäre die ganze Scheiße einfach abgeschmiert, ständig, oder hätte nur geruckelt. Da warst du echt, also bei so High-End-Sachen, das ist jetzt noch nicht absolut High-End, ja, aber es kommt so langsam. Und es ist halt auch noch nicht in den Perf-Inis-Dateien optimiert. Ah, das schafft Lydia selber. Oh, ich habe ein Dolch in der Hand. Ich schleiche mich an die Spinne. Ich nehme immer das Frostbissgift mit. Ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich stark, aber ich finde es jetzt halt auch trotzdem nicht schlecht. Also warum die dann nicht mitnehmen? Naja, auf jeden Fall hätte das so früher, wenn ich diese Mod-Videos gemacht habe, dann haben die, hatte das ganz oft, was weiß ich, dann hat das wirklich an den 30 FPS gekratzt. Dann hatte das stellenweise halt wirklich 25 oder 23 FPS oder so, je nachdem, wenn ich da mega übertrieben habe. Und jetzt ist man doch schon in einem sehr, sehr satten Bereich, wo man das schon sehr, sehr gut machen kann, ohne dass man groß tricksen muss. Das kommt ja auch immer nochmal hinzu. Morwarts Lager. Weil bei ganz vielen Sachen, die ich sonst zeige, müsste man dann halt einfach versuchen, das mit den FPS-Zahlen zu optimieren, ständig rumtricksen, damit es sich abschmiert und sowas. Und das läuft jetzt, das finde ich eben super, das läuft jetzt halt klasse. Verschafft dir Zutritt zur Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Im Grunde genommen wäre es jetzt eigentlich... Was denn, bin ich schon da? Hä? Nee. Was, wo bin ich denn überhaupt? Das ist ja jetzt... Das ist der Questmarker, aber wo? In aller drei Teufelsnamen bin ich? Ist es gerade so spät? Ich nehme das am späten Abend auf. Oder bin ich da auch? Nee. Das ist da drüben. Vielleicht ist das hier direkt. Nee, oder? Gott. Ah, nee, ich bin da, guck mal. Ich bin bei Mortal, bin ich. Ja, ja, ist halt direkt um die Ecke. Also quasi nur so einmal querbeet durch Himmelsrand durch. Haben wir Mortal eigentlich entdeckt? Ja. Sieht so aus. Es wäre halt die Frage, wollen wir noch ein bisschen durch die Gegend laufen oder wollen wir einfach hier irgendwo zu einem Wächterstein? Ja, ne? Reisen wir mal zu einem Wächterstein. Bisschen verwirrtes Gameplay heute, weil mir gerade so viele Gedanken durch den Kopf gehen. Aber ansonsten ist die Dunkle Bruderschaft wirklich, wirklich eine schöne Questreihe. Das ist eigentlich immer eine gute Referenzszene, dass man sich zum Beispiel einfach immer hier hinstellt und sagt, so, nach Modden, so sieht's jetzt aus. Himmel, Wasser, Luft, Bäume, Gras, Trüdelü, Felsen, Himmel. Muss man halt immer achten, dass man das gleiche Wetter und die gleiche Uhrzeit hat. Ich gebe euch Deckung. Die gleiche Lydia dabei hat. Aber ich finde, es sieht halt nach wie vor doch mittlerweile schon ganz gut aus. Wie kommen wir am besten dahin, Lydia? Ich glaube, wir müssen wirklich hier einfach querbeet runterhüpfen, oder? Was meinst du? Komm, das machen wir einfach mal. Hier können wir doch hier runterlaufen. Gucken wir mal, was diese arme Fischerin in ihrer Truhe versteckt hat. Ah, Novizentruhe. Na, okay. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja, das weiß ich doch. Das erzählst du jedes Mal, wenn wir vorbeikommen. Das haben wir jetzt so langsam halt echt mal gehört. Ich bin echt mal gespannt drauf, ob ein Teil der Skyrim-Zuschauer ansatzweise Bock hat auf Watch Dogs 2. Ich bin selber auch mega gespannt drauf. Ich darf leider im Livestream nicht den Beginn von Watch Dogs 2 zeigen. Ich glaube, die ersten 30 Minuten darf ich nicht zeigen. Oh. Friendly? Wieso greift er uns nicht an?
Wir sind voll die Schweine, oder? Lydia hat ihm den Stab. Oh mein Gott. Vor allem, der war so total friendly und wir haben den einfach gekillt. Ich glaube, Lydia, die Sau, hat den gekillt, oder? Ja, das, die war's. Was? Ja, du warst es. Bin nicht aufgestiegen. Soll der Scheiß. Was ist das hier überhaupt? Das ist hier noch nicht mal irgendwas Wichtiges, sondern nur so ein Platz hier, oder? Und wer lief da hinten herum eigentlich? Wir haben ja auch das neue Schwert der Dämmerwacht bekommen, im Übrigen. Ich glaube aber, dass ich das Lydia geben werde. Den Dämmerbrecher. Der Dämmerwacht. Von dem. Hier. Von dem Merida-Sterngedönse. Wo trägt er das? Ah, trägt er immer vorne. Ja. Ich habe ja noch kein Weapons on Deck installiert. Was ist hier los, Lydia? Oh, jetzt ist es abgestürzt. Jetzt hängt's fest. Guck mal, da habe ich gerade noch eine halbe Stunde drüber rumsinniert, dass es jetzt rund und so gut läuft. Und jetzt ist das Spiel abgestürzt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Tja, dann würde ich sagen, eine etwas kürzere Folge für heute. Aber ich musste jetzt nach diesem epischen, bombastischen Livestream, musste ich mich auch erstmal ein bisschen akklimatisieren. So, ich hoffe, das geht in den nächsten Tagen ganz normal weiter. Wir werden halt im Let's Play die Dunkle Bruderschaft beginnen. Im Livestream weiterhin erstmal der Magiergilde ein bisschen folgen und da aber vielleicht auch mit den Gefährten schon anfangen. Müssen wir mal gucken, was sich da so locker erspielt in 2-3 Stunden, was ich da immer abends dann so zocken werde. Ich sag danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und haut rein.